kannst du mir bitte die Karte ausgeben? Ich weiß nicht. Jaya Radha Madhava Kunjage Hare Jaya Radha Madhava Kunjage Hare Gopi Jana Valava Irvaratare Gopi Jana Valava Thank you.
Wir lesen erstmal, wie immer. Шишевидай гарангада не таки. Алгам кхан студен тайм тага бух фан хаваричари прабу. Mit meinem schlechten Englisch, ich hoffe, ihr versteht, was ich sage. Sollen wir das anfangen, oder? Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Vitalishma Tibakti Vedanta Swami Nitsi Namine Namaste Sarasvati Devi Gura Mani Pachani Vichesha Shunyamani Pashyati Sashatai. Es handelt sich um, es ist in Vrindavan Dhamma Dhamma und das ist der 10. November 1976. Srila Prabhupada's words as always rang true, and the devotees shared at the end of his class, thankful that we have such a wonderful guru whom we may serve. His words and example do indeed make the process of bhakti yoga simple and easy. We are not pure, but by following the process given by him, we are certainly becoming purified. And this is all he wants, that we continue to make progress and become genuinely situated as servants of his worshipful lords, Shri Shri Krishna Balarama. A telegram came today from Mayapur, sent by Gargamuni Swami. Ras Purnima, over 5,000 books sold, 4 lakhs. Visit temple Bhavananda, signs 20,000 autographs. Awaiting your arrival, 15 or after. Please reply. In Bengal, Ras Purnima is one of the biggest festivals of the year. Srila Prabhupada was so encouraged by the news that he dictated a letter to Bhavananda Maharaja to spur him into action. This means that by the grace of Krishna, not only our Mayapur Chandradaya Mandir has become very popular all over Bengal, side by side you have also become the attractive feature in Bengal. So is this Krishna blessing you? Take this opportunity for preaching in Bengal, especially please go from village to village with a party of 5 or 6 men and preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu with great enthusiasm. Along with preaching, simultaneously, Gita Gana will be distributed. Das war's, glaube ich. So, gibt es irgendwelche Kommentare dazu oder Fragen oder? Wer möchte etwas teilen? Mit? Ich will auf Deutsch sprechen, ne? Ja, lieber. Es ist sehr interessant, dass Schiff Vortrag gesagt hat, obwohl wir noch nicht rein sind, aber wenn wir den Prozess folgen, okay, erstmal können wir dann befähigt werden, Krishna Balaram zu gehen, sozusagen. Und wir werden auch selber gereinigt. Ja, durch den Prozess werden wir gereinigt. Das bedeutet, es ist sehr wichtig, den Prozess, wie er ist, zu folgen, nicht wie wir ihn gerne hätten. Ja, genau. Und die, seine Schüler waren sehr dankbar ihm dafür, dass er sie so inspirieren kann mit seinen Lektionen, mit seinen Worten. Und selber wird er auch immer wieder aufs Neue inspiriert, wenn er hört diese Zahlen von Büchern, wie viele Bücher verteilt wurden. Also die Mission von Shri Chaitanya wird also überall verbreitet durch die Bücher. Das Wichtigste natürlich, die einfachste Predigt ist Bücher verteilen. Aber noch einfacher Predigt ist welche? Was denkt ihr? Harinam, genau. Die wollen vielleicht keine Bücher nehmen, aber den heiligen Namen hören werden sie sowieso. Wollen die das oder wollen nicht? Ne? Irgendwie kommt das dann rüber.
Я говорю, что лучшая проповедь – это книги, конечно, но еще лучше – это Харинама. Я же спросила, вопрос задавал. Я говорю, что хотят они или нет, они все равно услышат святое имя. Es wegen Harinam ist sehr wichtig. Ihr habt gestern Harinam gemacht, ja? Ja? In der Innenstadt sogar? Ja. Ah, im Sitz zu Harinam. Schön. Harinam Sankirtana Yagya ki. Srila Prabhupada ki. So, jetzt lesen wir von da. Chaitanya Charitam. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Wir lesen aus dem 5 aus Adi Lila Kapitel 17 Vers 131 Gargiya Sabaloka Karaye Kirtanam Gargiya Sabaloka Karaye Kirtana Kajirabaye Svachandanae Chamakitamana Kajirabaye Svachandanae Chakmikitamane Gargiya Sabaloka Karaye Kirtana Gargiya sabaloka karaye kirtana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Gargiya sabaloka karaye kirtana Gargiya sabaloka karaye kirtana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Listi what is? Gargiya sabaloka karaye kirtana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Gargiya sabaloka karaye kirtana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Ladies Gargiya sabaloka karaye kirtana Kajirabaye svachandanaye chamakitamana Wort für Wort Übersetzung Gargiya Heimkehrend Saba Alle Loka Bürger, Karaye, führten durch, Kirtana, Sankirtana, Kajira, Deskasi, Baye, von Furcht, Svachanda, Sorglos, Nahe, Nicht, Chamakita, Ständig voller Ängste. Mana. Der Geist. Übersetzung. Alle Bürger kehrten heim und begannen Sankirtana abzuhalten. Doch durch den Befehl des Kasi
waren sie nicht sorglos, sondern ständig voll Angst. Hier gibt es keinen Kommentar, deswegen lesen wir einfach weiter. Tasavara antare baya prabhu mane janin kahitela gila loka sigra daki anin. Übersetzung. Als der Herr die Angst der Menschen sah, rief er sie alle zusammen und sprach zu ihnen wie folgt. Wiederum kein Kommentar. Nagare nagare ajikari mukirtana sandhyakali karasabe nagare mandana. Am Abend werde ich in jeder einzelnen Stadt Sankirtana abhalten. Deshalb solltet ihr alle abends die Stadt schmücken. Erläuterung. Damals bestand Navadvipa aus 9 kleinen Städten. Deshalb sind die Worte Nagare, Nagare bedeutsam. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte in jeder einzelnen dieser benachbarten Städte Kirtana abhalten. Er befahl, die Stadt zu diesem Anlass zu schmücken. Hier gibt es einen kleinen Kommentar, deswegen reden wir ein bisschen. Om Gyan Chimiranda Syagyananjana Shalakaya Chakshura Nimiritam Yina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yina Bhutale Svayam Rupam Kadam Ahyam Dadati Svapadam Tikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandha Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tata Kanchi Nagaura Girani Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Haribe Vanchakal Patarubhyasya Kripa Sindhubha Eva Cha Patitanam Pavanipyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivazadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Letzten Sonntag, wer weiß das noch, worüber haben wir gesprochen, was passierte in der... Der Rishasi hat von Srinadeva geträumt. Hat er schon geträumt? Ist ihm erschienen und dann ist er mit Wolken aufgewacht. Also das wurde vorweggenommen. Ja. Dass er quasi verboten hat, ja, die Sankirtana. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat alle aufgerufen, also in jeder Stadt Sankirtana abhalten, aber weil schon davor sie Sankirtana gemacht haben, er ist gekommen in ein Haus, wo Sankirtana abgehalten wurde und hat das ein Maidanga kaputt gemacht. Stimmt. Das war das Letzte, was er gesagt hat. Und danach hat er verboten, überhaupt den Heiligen Namen zu singen. Sonst mache ich aus euch Mohammedaner, hat er gesagt. Früher konnte man sogar, wenn man Wasser spritzt, ne, auf einen, ihm zu Mahamedana umkehren. Ne. Stimmt, aber er hat gesagt, die Hindus wurden mit Kuhfleisch gefüttert. Und ja. Mohammedana. Вы помните, что было в прошлый раз? Когда мы тогда, что мусульманы очень было такое напряжение, запрещали, если ты уже мусульман, то не можешь вернуться уже обратно. Мы говорили о том, что Господь Чайтанья всех призывал повторять святые имена. И когда они повторяли святые имена, пели на улицах, Кази очень был разгневан, пошел в один дом и разбил там майдангу, и потом запретил полностью петь святые имена. Иначе он из них сделает муслимов, мохаммеданов, даже водой, если брызнуть. Und so jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt geht die Geschichte weiter und Sri Chaitanya Mahaprabhu hat trotzdem gesagt, ihr sollt alle Sankirtana abhalten, in jeder einzelnen Stadt. Und das war in Navadvip. Navadvip, wer war schon in Mayapur oder Navadvip? Keiner? Ihr wart jetzt. Oh, schön, ekstatisch. Navadvip wird übersetzt als 9 Inseln. Navadvipa переводится как 9 островов. Und das ist ein sehr berühmter Ort. Man sagt, das ist eine ganz genaue Projektion aller heiligen Städten des Universums. In einem Ort, alle heiligen Städten. Er sieht von oben, sieht das aus so wie eine Lotusblume, eine Blume,
mit in der Mitte so ein Zentrum und 8 Blüten ringsumher. Und das sind diese 9 Inseln, eine in der Mitte und 8 ringsum. Und Navadvip, das ist ein Ort, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, also in Mayapur, in diesem Zentrum ist er erschienen, namens, das Zentrum heißt Antardvipa, diese Inseln, wo Mayapur jetzt ist. Da ist Yoga Pit, also sein Erscheinungsort. Und da war auch früher diese berühmte Bildungsstätte Nadia genannt. Kennt ihr noch diese Geschichte, wo Keshava Bharata von Sri Chaitanya Mahaprabhu in Logik geschlagen wurde? Das war dieses Bildungszentrum, sehr berühmt in Indien, das beste Zentrum. Da waren sehr gebildete Pandits, da lebten und waren sehr stolz auf ihr Wissen. Und Chaitanya Mahaprabhu auch, er war der berühmteste von ihnen. Aber dann kam eine riesige Überschwemmung und hat das ganze Gebiet, die Ganges stieg aus ihren Ufern, mehr als 10 Meter hoch, ne, und hat alles überschwemmt und das Gebiet wurde für 100 Jahre unbewohnbar. Das war alles hier für voller Wasser. Jetzt gibt es noch immer noch Überschwemmungen in Mayapur, aber jetzt nicht so hoch, ne. Aber bei letzten Überschwemmung 2006 ist die Enkelin von Srila Prabhupada da ums Leben gekommen. Ist vom Boot heruntergefallen, ja, und ertrunken. Я говорю, вы понимаете, как переводить, что в Навадвипе был еще центр, образовательный центр, Надия назывался он. И там все величайшие ученые собирались из Индии. И что Чайтанья Махапрабху там тоже славился своей ученостью. Но потом эту местность все затопило. Ганга вышла из берегов. И на 100 лет она была под водой, эта местность вся. Но потом это все спало, и снова стало, можно было там жить. Но потом, и до сих пор еще есть наводнение в Майяпуре, и вот в 2006 году внучка Шрилы Прабхупады там утонула, к сожалению. Aber trotzdem ist Navadvip ein, man nennt es noch Audariadhama. Audariadhama heißt the merciful Dama, die barmherzige Dama, weil viele Tausende von Pilgern reisen an Gaura Purnima, also Phalgu-Monat nennt sich das in Sanskrit, dorthin, um diese Mercy zu bekommen. Und obwohl man unrein ist und sogar materielle Wünsche hat, wird man von allen Sünden bereinigt. Also es ist sehr ekstatisch, dahin zu fahren. Ich habe auch einen Traum. Wenn das vedische Planetarium zu Ende gebaut wird, möchte ich nach Mayapur fahren und das mir anschauen. Vielleicht, ich glaube das. Hoffentlich. Und diese einzelnen Inseln, was kann man darüber erzählen? Die zentrale Insel heißt Antardvipa, wie schon gesagt wurde. Da hat auch in dieser Stätte Brahma seine Askesen durchgeführt. Und wie gesagt schon, Sri Chaitanya Mahaprabhu ist zur Welt dort gekommen. Und dann gibt es noch eine Insel, die heißt Simantadvipa. Im Satya Yuga kamen da Shiva mit seiner Frau Parvati vom Kailash herunter, um Segnungen von dem höchsten Herrn zu empfangen. Und die saßen in Meditation und auf einmal hat Parvati die wunderschöne Form von Sri Krishna gesehen. Und voller Ekstase hat sie dann Staub von seinen Lotusfüßen sich auf den Kopf gestreut. Und da wurde auch ein Tempel für Shiva erbaut. Und jedes Jahr ein Shivaratra gibt dann Shiva dort Segnungen weiter. Aber Gottgeweihten sollen sich davor hüten, materielle Wünsche auszusprechen, weil Shiva gibt ja Segnungen, erfüllt alle Wünsche, ohne also an die Konsequenzen zu denken. Deswegen lieber um Bhakti bieten oder irgendwas Spirituelles. Значит, есть такой даже остров Симанта, называется, в Навадвипе, один из островов. И там туда спустились с горы Кайлаш как-то в Сатья-югу Шива с Парвати со своей супругой,
совершали аскезы, чтобы получить благословение от Господа. И Парвати увидела Господа. Она была очарована его формой, посыпала свою голову в экстазе с пеплом, с его пылью с его лотосных стоп. И пеплом. И с тех пор там построили храм для Шивы, и каждый год Шива дает там свои благословения. Dann gibt es noch eine weitere Insel, die heißt Godrumadvipa. Im Godrumadvipa steht ein riesiger Banyanbaum. Und unter diesem Baum lebt eine heilige Kuh namens Surabhi. Die kann auch alle Wünsche erfüllen. Und einmal hatte Indra ein Vergehen gegen Shri Krishna gemacht. Und voller Angst rannte er dann zu dieser Surabhi, fiel ihr um den Hals und hat zu ihr geschrien, ach bitte, rette mich, ich habe ein Vergehen gegen Shri Krishna gemacht, ich habe Angst, also wegen den Reaktionen. Und die Kuh sagte ihm dann, wir machen jetzt eine Reise, also 4000 Jahre in die Zukunft. Und dann werden wir dort dem barmherzigen der Inkarnation Gottes, Gauranga, dienen. Und mit Hingabe und Liebe ihm dienen. Und dadurch kommen wir wieder zurück in die spirituelle Welt. Und da kannst du schon also um Verzeihung und bei Shri Krishna bitten. Also, das ist ein Tipp für uns, oder? Wir dienen mit Liebe und Hingabe, Gauranga, dann gehen wir zurück in die spirituelle Welt. Auf jeden Fall gehen wir zurück, wenn wir dienen. Und dann wird uns der Herr verzeihen, dass wir einmal ihn verlassen haben. Этот остров другой называется Godrumadvipa. Там стоит большое дерево Баньям, и под ним живет священная корова Сурабхи. Она исполняет все желания. Как-то Индра совершил оскорбил Господа, и он в страхе побежал к этой корове, обнял ее за шею и попросил ее о помощи. Она сказала: «Я тебя перенесу на 4000 лет в будущее». И там будет как раз Господь Гауранга. И мы будем ему с тобой служить, с любовью и преданностью. Тогда мы вернемся снова в духовный мир, и ты попросишь прощения у Господа. Все будет хорошо. Dann gibt es noch eine Insel, die heißt Madhyadvipa. Madhyadvipa. Das waren die sieben Weisen, die von diesen Plejaden heruntergekommen sind damals. Und die haben Brahma gefragt. Brahma. Wir haben über die Struktur der materiellen Welt nachgedacht, über den Einfluss der ewigen Zeit, über die Beziehungen zwischen Lebewesen und Gott. Und wir wissen nicht, was für alle also das Beste ist in der materiellen Welt, für die Lebewesen. Und Brahma meinte zu denen, also geht nach Navadvipa, verehrt dort Gauranga, und er wird auf alle eure Antworten, er wird alle Fragen beantworten. Und dann gingen sie wirklich dorthin nach Navadvipa und haben gefastet und Askesen durchgeführt und den heiligen Namen gechantet. Und der Herr erschien, wirklich erschien vor ihnen und hat ihnen gesagt, gut, dass ihr gerade hier an diesem Ort eure Askesen durchführt. Weil dieser Ort ist also die Insel der Barmherzigkeit. Hier kann man, sogar wenn man auch ohne Büße, also Barmherzigkeit empfangen. Und hat ihnen alle Fragen beantwortet. Das Beste ist natürlich für jeden, ihn zu verehren. Das heißt, Gott zu verehren. Warum sollen wir Gott verehren? Braucht er diesen Ruhm, braucht er diese Ehre? Er ist ja, also Atmarama, mit sich selbst zufrieden. Was denkt ihr? Warum sollen wir ihn verehren? Damit die ganze Welt von ihm erfährt. Ja, auch. Was gibt es auch uns, diese Verehrung? Wir profitieren das nicht davon. Ja, er ist der Entsagteste. Er braucht das eigentlich nicht. Ne? Aber, die Menschen profitieren dadurch. Wenn man ihn verehrt, dann wird man selbst bereinigt. Da werden sogar alle drei Welten bereinigt durch die Verehrung des höchsten Herrn. Deswegen, er macht das eigentlich für uns, gibt uns diesen Vorgang, wie wir also ihn verehren, was wir machen sollen, damit wir uns bereinigen. Eigentlich ist es
eher für uns als für ihn. Ich weiß, dass wenn auf die Halbgötter Yagyas durchführen und Hymnen singen, dann sitzt er langweilig auf Garuda, steigt sogar gar nicht ab. Wenn man das ohne Liebe und Herz macht, dann das sieht er, das spürt er, der höchste Herr. Ne? Warum? Zum Beispiel hat mich mal die Frage gestellt, Dhruva Maharaj hatte materielle Wünsche, hat nach Gott gesucht, ist in den Wald gegangen und hatte Askesen durchgeführt und der Herr erschien vor ihm und er wurde sofort gereinigt. Ja? Warum werden die Halbgötter nicht gereinigt, wenn Vishnu erscheint auf Garuda? Warum haben sie noch materielle Wünsche? Was denkt ihr? Ja, bitte. Weil die Anhaftung sehr stark ist, weil die Halbgötter haben eine große Macht und sind in der materiellen Welt halt sehr für alle möglichen Materialisten sehr feierbar. Ja, die haben es sehr gut da auf den himmlischen Planeten. Die möchten sich nicht lösen. Ne? Das ist nicht ihr Wunsch. Dhruva Maharaj wollte Gott suchen. Er hat nach Gott gesucht. Sie suchen nicht nach Gott. Sie verehren ihn einfach, weil das so sein soll. Natürlich gibt es da auch hingegebene Seele, aber Paradies zu verlassen, haben sie keinen Wunsch. Auf jeden Fall nicht. Ich habe noch nie irgendwo gehört, dass die Halbgötter direkt in Darshan gekommen sind, aus dem Vishnu. Oder Brahma, das ist in den Geschichten von Krishna. Sonst heißt es immer, dass wenn sie irgendwo wollen, in Vishnu, dass sie halt mit Lord Brahma, also einfach von Lord Brahma zu diesem Ozean. Ja, Brahma geht zum Ozean. Normalerweise, ja. Brahma bekommt dann, der kommuniziert mit Krishna im Herzen. Doch, doch, es gibt schon, also bei Yagyas erscheint Vishnu wirklich auf Garuda. Das war eine Beschreibung, was war das für eine Yagya zum Beispiel? Prithu Maharaj hat ein Yagya durchgeführt, ne? Das Rajasuya Yagya. Und das 100. Rajasuya Yagya wurde ja gestört durch Indra, er hat das Pferd gestört. Aber dann hat man doch noch Indra und das Pferd zurückgeholt und Indra hat um Verzeihung gebeten und dann ist Vishnu selbst persönlich erschienen und hat Anweisungen gegeben, wie und was und also Indra wurde nicht bereinigt, 100%. Also ist es nicht auch so, dass die im Endeffekt, wenn die ihren Körper dann aufgeben, zurück zu Krishna gehen, haben ja eine bestimmte Posse, wenn er so Indra und so was wie... Man sagt also nach den heiligen Schriften, dass Brahma, wenn er so 100% hingegeben ist, Bhakti hat, dann geht er zurück. Aber auch nicht immer. Und die meisten Halbgötter, nein. Die, entweder bekommen sie andere Posten im nächsten Leben oder dieselben. Oder die, man sagt, Halbgötter stehen Schlange, um auf der Erde geboren zu werden. Weil nur vom Bauma Vrindavana kann man wieder zurückgehen in die spirituelle Welt. Ihr kennt die Geschichte von Gopkumar. Er heißt, Befreiung können sie bekommen, wenn sie den Wunsch haben. Aber es geht ja nicht um Befreiung, es geht um hingebungsvollen Dienst. Ne? Gopkumar reiste durch verschiedene Planeten, er hat sogar Ayodhya erreicht und war immer unzufrieden, weil diese Liebe zu Krishna, diese einfache, also persönliche Beziehung, die fehlt ihm. Er war bei Narayana, er war bei Rama und irgendwie war er doch nicht zufrieden. Und als er dann geklagt hat, ist Narada Muni erschienen und hat ihm gesagt, jetzt musst du wieder aber zurück zum Bauma Vrindavana. Und von dort aus kannst du erst Goloka Vrindavana erreichen. Du kannst nicht von Ayodhya nach Goloka Vrindavana gehen. Interessant, nicht? Er sollte zurück auf die Erde? Ja, auf die Erde zurück. Und von Bauma Vrindavana. Natürlich war er da in einer anderen Gestalt, denke ich, erschienen. So. Dann gibt es noch eine Insel, die heißt Koladvipa. Übersetzt die Insel des Ebers. An welche Geschichte kann man sich erinnern? Wie Hiranyaksha damals das ganze Universum erobert hat und hat aus allen Planeten Gold ausgepumpt. Und die Erde war auch dabei. Ne? Und deswegen fiel die Erde, die verlor ihr Gleichgewicht, fiel in den Ozean. Und Shri Krishna musste in Form von Eber
sie hochheben mit den Widdern. Und so wurde die Erde gerettet, aber sie konnte nicht mehr zu den himmlischen Planeten gezählt werden, weil sie blieb dann ja, in der mittleren Ebene. Und damals gab es einen jungen Brahmana, der also Sri Krishna in Form von Eva verehrt hat. Und durch diese Verehrung offenbarte sich ihm der Herr. Er hat den Herrn gesehen. Und deswegen hat er dann diese Insel Koladvipa auch genannt, die Insel des Evas. Und auf dieser Insel ist auch der berühmte Ort, wo 5 Flüsse zusammenkommen. Wie heißt das? Kumbh Mela gibt es ein Fest. Jede 12 Jahre wird das gefeiert. Alle Pilger von der ganzen Welt kommen hierher, weil damals, wo der Ozean gequirlt wurde und das Amrita, ein Unsterblichkeitsgetränk, zum Erscheinen kam und die Halbgötter und Dämonen kämpften um diesen Pokal mit Amrita. Und ein paar Tropfen sind auf die Erde gefallen. Und einer Tropfen ist wahrscheinlich an dieser Stelle runtergefallen. Deswegen nehmen jetzt Pilger dort Bad in heiligen Gewässern, um sein Leben zu verlängern, um sich von den Sünden zu bereinigen. Ein sehr berühmter Ort. Koladvipa. Koladvipa. Assoziation mit Coca-Cola. Ja. Und die nächste Insel heißt Ritudvipa. Ritudvipa. Vor 360.760.000 Jahren gab es eine Weltüberschwemmung. Das gibt es immer wieder in der materiellen Welt, Weltüberschwemmung. Und dadurch sind die Veden verschwunden. Die sind wieder in den Ozean gefallen von selbst. Da hat man sie nicht gestohlen, sondern die sind ertrunken sozusagen. Und als Brahma aufwachte nach seiner Nacht, wo musste er das Universum neu kreieren und er hatte die Veden nicht mehr zur Hand. Ja. Ohne Benutzerhandbuch ist es schlecht, ne? Irgendwas zu machen. Und deswegen hat er angefangen, inbrünstig zu beten. Und dadurch entstand dieses berühmte Gebet Brahma Samhita. Brahma Samhita wurde von ihm komponiert. Und dann erschien auch der Herr in Form von Matsya Avatar. Er hat einmal dieses Boot schon mit, wie heißt er nochmal, Swayambhu Muni. Muni gerettet die ganze also Menschheit und jetzt rettete er die Veden in Form von einem Fisch, riesigen Fisch, hat er die Veden aus dem Ozean geborgen und Brahma wieder also gereicht. Und seitdem heißt das Land auch Vidyanagara, Vidyanagara, Land des Wissens, weil die Veden gerettet. Eine weitere Insel heißt Jahnudvipa, Jahnudvipa. An diesem Ort, auf dieser Insel, saß einmal ein großer, weiser Yogi, Jahnumuni. Er meditierte am Ufer des Ganges und auf einmal stieg wieder die Ganges hoch und wollte ihn mit seinen Gefäßern verschlingen. Aber der Yogi war nicht von den Schüchternen. Also er hat breit und weit seinen Mund geöffnet und die Ganges verschluckt. Die ganze Ganges auf einmal. Und am nächsten Morgen wachte der Imperator der ganzen Welt, Bhagiratha, und hat auf einmal gemerkt, dass in seinem Reich ein wichtiger Fluss fehlte. Und hat sich auf die Suche gemacht. Und am Fluss des Ufer hat er diesen Yogi entdeckt, mit einem riesengroßen runden Bauch sitzen in Meditation. Und er hat sofort verstanden, aha, das war bestimmt dieser Yogi, der den Fluss verschluckt hat. Und hat angefangen, ihm mit Liebe und Hingabe zu dienen. Er hat nicht von ihm gefordert, gib mir den Fluss zurück, ne? Obwohl er ein Kshatriya war, aber hat sich so tugendhaft verhalten. Und dieser Yogi war sehr zufrieden damit.
und hat den Fluss wieder ausgespuckt sozusagen und hat vom Fluss verlangt, dass er niemals die Yogis, die am Ufer meditieren, stören wird. So dadurch also ist dieser Platz berühmt. Und an diesem Platz kann man eine große Glückseligkeit erfahren. Und es gibt noch eine Insel, sie heißt Modadruma Dvipa. Modadruma Dvipa, sagt man, das ist die Grenze, dort liegt die Grenze zwischen spirituellen und materiellen Welt. Da verläuft dieser Fluss Viraja. Ja. Und da ist auch der Ort von Rama, Ayodhya, die Stadt. Spirituell natürlich, wir können das nicht sehen, aber früher gab es da. Und Rama, als er ins Exil geschickt wurde, kam gerade dorthin und hat unter einem Banyanbaum wieder eine Hütte gebaut. Und als er fertig war, hat er laut gelacht. Und Sita hat ihn gefragt, warum lachst du so? Und Rama meinte, ja, ich habe kurz so eine Vision gehabt, wie ich hier in der Zukunft erscheine, als goldener Avatar. Und den Leuten barmherzig die Liebe zu Gott schenke. Also Rama ist von Krishna und von Lord Gauranga nicht verschieden. Und die letzte Insel heißt Rudradvipa. Rudradvipa. Das ist schon irgendwie an den Namen was Erschreckendes, oder nicht? Rudra, wer sind die Rudras? Wer weiß das? Ja, bitte. Shiva, ja. Und seine Halbgötter, die alles vernichten. Am Ende des, also der Schöpfung vernichten sie alle. 11 Rudras mit Shiva, Oberhaupt ist Shiva, und die vernichten das ganze Universum. Aber hier, interessanterweise, dieser Ort ist nicht verschieden von Vrindavana. Dort verbringen seine Spiele Krishna mit Kuhhirtenjungen, mit Gopis. Aber trotzdem sollte man hier, das ist der einzige Insel, wo man sehr vorsichtig sein soll, weil da kann man, wenn man Vergehen macht, Reaktionen bekommen. Ansonsten nicht. Ne? So, das ist alles. Über Navadvipa möchte jemand vielleicht noch etwas dazu hinzufügen, vielleicht wer da war, hat was Interessantes gehört. Und ah, ja. Ja, ja, warum nicht? Es war nämlich so gehört, dass dieser König, Bahiratha, ja, er hat ein Gebet in den Weg. Opfer und Entsagung auf sich genommen hatte, um seine Vorfahren, 60.000 Söhne oder so war das, von dem König, zu befreien, die von Kapila Muni zu Aschekauf und verbrannt, weil sie gedacht haben, der hätte das Pferd gestohlen von ihrem Vater, vom Opfer, wieder in Brand natürlich. Und dann hat er die dann sozusagen große Opfer und Sagen auf sich genommen, um die zu befreien. Ne? Und eben diese untere Welt sozusagen, diese Aschramaten, Kaplamoni, runterzubringen. Und dann hat er das geschafft, nachdem er so viele Schwierigkeiten hatte. Ne? Erstmal musste er natürlich Brahma gesegnet bekommen. Dann sagte Brahma ihm: Ja, das ist ja, ne, du kannst es gerne haben, aber die Erde, die hält diesen Opfer nicht aus, dann muss jetzt erstmal nur Shiva zufriedenstellen. Genau. Das hat wieder gemacht. Ne? Nachdem er das gemacht hatte, dann kam er dann zu diesem Ashram, also die Ganga sozusagen, von diesem Janu, den Rishi, und er hat da eine Opferarena aufgebaut. Und das ist ja sehr technisch, und es sind sehr viele Details beeinhalten und so weiter. Und da hat sie da ein Stück irgendwie weggewaschen oder so, ne? Hat sie das zerstört. Und darüber war er so groß, dann hat er sie in die Hand genommen und alles weggetrunken. Ne? Und dieser Maharaj war gerade gedacht, oh nein, ich kann. Und dann die Halbgötter haben dann zu ihm gebetet, dass er möge doch bitte die rauslassen. Dann hätte die dann dadurch sein Ohr sozusagen herausfließen lassen. Und dadurch wurde sie als Janadi bekannt.
Ja, die Tochter von Jaina. Jaina. Diese Geschichte, diese Version habe ich auch gehört. Ja, ja. Habe ich auch gehört. Auch. Einmal gehört, dass diese neuen Inseln irgendwie auch verknüpft sind mit den neuen Vorgängen im Hingebungsverdienst. Ich kann nichts Genaues dazu sagen. Ich habe nur mal gehört, dass jede Insel irgendeinen bestimmten Vorgaben. Ja, das ist interessant. Ja. Kann sein, kann sein. Gut, dann machen wir weiter. Wir lesen weiter. Vers 134. Sandhyate doite sabe jvala gare gare Dekha kona kaje asi mure manakare. Übersetzung: Entzündet am Abend in jedem Haus Fackeln. Ich werde jeden beschützen. Lasst uns sehen, welcher Kaji es wagen wird, unseren Kirtana zu unterbinden. Er sagt weiterhin, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Eta hahi sandhya kale kale gauraraya kirtanera kaila prabhu tina sampradaya. Am Abend ging Shri Gaurasundara hinaus und bildete drei Abteilungen, um Kirtana abzuhalten. Erläuterung. Hier haben wir ein Muster, wie man Kirtana in einer Prozession abhält. Zu Shri Chaitanya Mahaprabhus Zeiten bestand eine Abteilung aus 21 Leuten. Vier spielten Mridangas, einer leitete das Chanten und 16 anderen spielten Karatalas und antworteten dem leitenden Chanter. Wenn sich viele Leute der Sankirtana-Bewegung anschließen, sollten sie den Fußspuren Shri Chaitanya Mahaprabhus folgen und entsprechend der Zeit und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Leute verschiedene Abteilungen bilden. Ja, hier haben wir ein schönes Muster, wie man richtig, also alle müssen Karatales haben und vier Mridanga mindestens. Ja, dann ist es viel, sehr laut und jeder hört das. Und, einmal hat Srila Prabhupada seine Schüler, der war glaube ich in London, und die kamen so von Sankirtana, von Hahinam zurück und meinten, Srila Prabhupada, heute war das Hahinam nicht erfolgreich. Warum? Fragte Srila Prabhupada. Ja, die Straßen waren irgendwie leer, wir haben kaum Menschen getroffen. Und Srila Prabhupada meinte, aber das waren doch auch Bäume da und Insekten, meinten, sie haben das nicht gehört. Alle drei Welten profitieren vom Kirtan, also Harinam. Ne? Deswegen ist es egal, ob Leute da sind oder nicht. Natürlich ist es besser, wenn viele da sind, aber auch wenn keiner da ist, profitieren alle davon. Sogar wenn wir Japa chanten, zu Hause irgendwo in der Küche heimlich, damit der Ehepartner nicht hört. Dann profitieren auch irgendwelche Fliegen, die da rumfliegen oder was weiß ich, kleine Mikroben. Die werden dann ein höheres Lebensvor erreichen im nächsten Leben dadurch. Und wir lesen weiter. Oder möchte noch jemand etwas dazufügen, hinzufügen, bitte? Ja, natürlich nicht sofort so menschlich hervor, aber in der Evolutionsleiter etwas vielleicht höher, außer Fliege entpuppt sich dann, was weiß ich, vielleicht, von wem sie gefressen wird, ja genau. So ein Zyklus ist das Kreislauf, bitte. Das heißt auch, das habe ich mal gehört, vor vielen Jahren, wenn man einen heiligen Namen schenkt, dass noch viele Stunden später, jeder, der an diesem Ort schlüpft, immer noch ein Nutzen davon bekommt, immer noch da rein. Sogar viele Stunden später, ne, seht ihr, wenn wir Hahinam machen, dann die Leute, die da vorbeigehen, da Stunden später sogar bekommen diese transzendentale Klangschwingung. Weil das zählt nur der Klang, durch Klang kann man sich bereinigen im Kali Yuga. Das ist das einzige Mittel. Durch Klang entstand das Universum. Zuerst war das Wort Om auch. Und hat sich dann alles entfaltet, so langsam, und Brahma hat mitgewirkt. Und durch den Klang können wir wieder zurückgehen, wieder uns zusammenfalten und
in unser, nicht zusammenfalten, aber ich meine, das Materielle alles einpacken und wegschmeißen. Gut, dann lesen wir weiter. In der Aja Sampradaya Nritya Kari Haridasa Madhya Nache Acharya Gosani Parama Ulasa. Übersetzung. In der vorderen Abteilung tanzte Thakura Haridasa und in der mittleren Abteilung tanzte Advaita Acharya mit großem Jubel. Pancha Sampradaya Nritya Kari Gaura Chandra Tantra Sange Nachibuli Prabhu Nityananda. Sri Gaurasundara tanzte in der hinteren Abteilung und Sri Nityananda Prabhu tanzte zusammen mit Sri Chaitanya. Vrindavana Dasa Iha Chaitanya Mangale Vistan Varni Iachina Prabhu Kripa Bale. Durch die Gnade des Herrn hat Srila Vrindavana Dasa Thakura diese Begebenheit ausführlich in seinem Chaitanya Mangala beschrieben. Das heißt jetzt aber nicht Chaitanya Mangala, sondern Bhag. Mata Kirtana Kari Nagare Brahmila Brahmite Brahmite Sabe Kaji Dvare Gela. Indem sie so Kirtana abhielten, zogen sie durch jeden Winkel der Stadt und kamen schließlich zum Tor des Kasi. Taja Garja Kari Loka Kari Kola Hala Gaura Chandra Bale Loka Prashaya Pagala. Unter dem Schutz Sri Chaitanyas murrten die Menschen zornig und ihre Stimmen erhoben sich zu einem Brausen und sie wurden fast wie toll. Erläuterung: Der Kasi hatte den Befehl erlassen, dass kein Kirtana oder gemeinsames Chanten des heiligen Namens des Herrn stattfinden durfte. Doch als dies Sri Chaitanya Mahaprabhu mitgeteilt wurde, befahl er gewaltlosen Widerstand gegen den Befehl des Kasi. Sri Chaitanya und seine Geweihten, die trotz ihrer Erregung von Natur aus begeistert waren, müssen mit ihren lauten Rufen einen großen Lärm gemacht haben. Hier sehen wir, dass Sri Chaitanya veranlasst hat, einen gewaltlosen Widerstand gegen den Befehl des Kasis auszuführen. Weil Sri Chaitanya Mahaprabhu war sehr friedvoll. Ja, seine einzige Waffe war eigentlich seine Schönheit und der heilige Name. Er hatte keine Waffen bei sich. Wenn wir die Inkarnation von Rama ansehen, mit Bogen und Pfeilen, ja, Sri Krishna hat zwar auch keine Waffen, aber nur Flöte, aber die anderen Vishnu-Formen, die haben immer Keulen dabei, angefangen von Lord Balarama zur Bestrafung. Und hier ist Sri Chaitanya sehr merciful. In Kali Yuga wird uns der einfachste, harmloseste, leichteste Vorgang gegeben. Einfach durch das Chanten des heiligen Namens sogar können wir Liebe zu Gott erlangen, sogar das höchste Rasa, Madhurya Rasa, können wir in uns entwickeln. Weil in den anderen Yugas, im Satya-Yuga konnte man nur Narayana erreichen, im Satya-Yuga. Ja, natürlich konnte man auch Krishna erreichen. Aber das war, ich meine, für die Masse allgemein. Ja. Weil sie haben alle Narayana, Narayana gechantet. Das war das Chanten des heiligen Namens, also Yuga-Dharma damals. In Treta-Yuga hat man andere Formen von Vishnu erreichen können. Da waren auch andere heilige Namen zu chanten, andere Mantras. Im Dvapara-Yuga hatte man die Möglichkeit, Krishna persönlich zu sehen, aber das haben auch nicht alle geschafft. Aber so diese ehrliche Liebe, dieses Rasa, das konnte uns nur Sri Chaitanya Mahaprabhu geben. Und das ist sehr, sehr, sehr merciful. Und wir lesen noch einen letzten Vers weiter. Kirtani Radvanite Kaji Lukaila Gare Tarjana Garjana Suni Nahaya Bahire.
dass wie ein lautes Tosen klingende Chanten des Hare Krishna Mahamantra flößte dem Kasi große Furcht ein. Und so verbarg er sich in seinem Zimmer. Als der Kasi die Protestrufe und das zornige Murren der Menschheit hörte, wagte er es nicht, aus dem Haus zu kommen. Und hier gibt es eine große Erläuterung. Der Befehl des Kasi, keinen Sankirtana abzuhalten, konnte nur so lange aufrechterhalten werden, wie es keinen Widerstand von Seiten der Bürger gab. Unter der Leitung des höchsten Herrn Sri Chaitanya Mahaprabhus missachteten die ständig mehr werdenden Chanter den Befehl des Kasis. Tausende versammelten sich, bildeten Abteilungen, chanteten den Hare Krishna Mahamantra und verursachten einen tosenden Proteststurm. Der Kasi fürchtete sich daher sehr, wie es unter solchen Umständen nur natürlich ist. Auch in der heutigen Zeit mögen sich Menschen auf der ganzen Welt in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein verbinden und gegen den gegenwärtigen heruntergekommenen Regierungen der gottlosen Gesellschaft der Welt protestieren, die sich auf alle Arten sündhaften Handlungen stützen. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass im Zeitalter des Kali Diebe, Gauner und viertklassige Menschen, die weder Bildung noch Kultur haben, die Sitze der Regierung an sich reißen, um die Bürger auszubeuten. Dies ist ein Merkmal des Kali Yuga, das sich bereits gezeigt hat. Die Menschen können sich ihres Lebens und ihres Eigentums nicht sicher sein und doch bestehen die sogenannten Regierungen fort, um ihre Minister streichen fette Gehälter ein, obwohl sie unfähig sind, irgendetwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Das einzige Heilmittel für solche Bedingungen ist die Erweiterung der Sankirtana-Bewegung unter dem Banner des Krishna-Bewusstseins und Protest gegen die sündhaften Tätigkeiten aller Regierungen der Welt. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist keine sentimentale religiöse Bewegung. Es ist eine Bewegung zur Reformation aller Anomalien der menschlichen Gesellschaft. Wenn Menschen sich ihr ernsthaft zuwenden und diese Pflicht auf wissenschaftliche Weise erfüllen, wie die Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhu lautet, wird die Welt Frieden und Wohlstand sehen. Statt unter nutzlosen Regierungen verwirrt und hoffnungslos dahin zu treiben. Es gibt immer Diebe und Gauner in der menschlichen Gesellschaft. Und sobald eine schwache Regierung unfähig ist, ihre Pflichten zu erfüllen, kommen diese Gauner und Diebe hervor, um ihrem Geschäft nachzugehen. So wird die ganze Gesellschaft zu einer Höhle und für ehrenwerte Menschen zum Leben ungeeignet. Es besteht eine dringende Notwendigkeit für eine gute Regierung, eine Regierung durch das Volk mit Krishna-Bewusstsein. Solange die Masse der Bevölkerung nicht Krishna bewusst ist, wird, kann es keinen guten Menschen geben. Die Bewegung für Krishna Bewusstsein, die Sri Chaitanya Mahaprabhu durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantra begann, besitzt immer noch ihre Kraft. Deshalb sollten die Menschen sie ernsthaft und wissenschaftlich verstehen und auf der ganzen Welt verbreiten. Die von Sri Chaitanya Mahaprabhu begonnene Sankirtana-Bewegung wird im Chaitanya Bhagavata Madhya Kanda, 23. Kapitel von Vers 241 an beschrieben, in dem es heißt, mein lieber Herr, lass meinen Geist auf deine Lotusfüße gerichtet sein. Die Gottgeweihten folgten dem Chanten Sri Chaitanyas und erzeugten den gleichen Klang, den er chantete. So zog der Herr umher und führte die ganze Abteilung die Strandwege am Ufer der Ganga entlang. Als der Herr zu seinem persönlichen Gatter oder Badeplatz kam, tanzte er mehr und mehr. Dann zog er weiter zu Madhyas Gatter. So tanzte Sri Chaitanya Mahaprabhu, der höchste Herr, der als Vishvambara bekannt war, am Ufer der Ganga entlang. Dann zog er weiter nach Barakona Gatter, nach Naganya Gatter, und kam schließlich, während er den Gangana Gara durchquerte, nach Similia, einem Viertel am Ende der Stadt. All diese Orte liegen in der Umgebung Sri Mayapuras. Von Similia, Entschuldigung, aus zog der Herr weiter zum Haus des Kasi und so kam er schließlich an das Tor des Chant Kasi. Also hier wird
natürlich über unsere Verhältnisse jetzt gesprochen, was wir im Kali Yuga erleben, gottlose Gesellschaft, Gauner und Diebe in der Regierung. Obwohl jetzt schon einiges Positives getan hat, wir haben sogar eine Dame, Krishna bewusste Tulsi Gabbard oder wie, in der Regierung. Und der indische Premierminister Narendra Modi ist auch also Krishna bewusst, soweit ich weiß. Und wenn mehr und mehr Leute, die müssen nicht alle jetzt im Tempel leben, also Brihaska können sich auch woanders engagieren, wenn sie Wissen haben, Power haben. Und damit wir unsere Bewegung auch in der Regierung haben, also unsere Leute. Weil ansonsten wird es nicht so einfach sein, wenn die Regierung uns gegenüber negativ gestimmt ist, dann können sie auch verbieten, auch wie Chand Kasi damals. Das waren schon so Zeiten, wo es verboten war, Harinam zu machen und Bücher zu verteilen. Jetzt ist es wieder alles gut, Gott sei Dank. Aber damit diese Zeiten nicht wieder kommen, vielleicht sollten wir auch unsere Grihaskas daran denken, dass sie sich auch politisch ein bisschen engagieren. Weil wir sind eigentlich unparteiisch, sagt man. Wir dürfen, wir sollten nicht irgendwelche politische Bewegungen, also Positionen einnehmen. Aber wie hier geraten wird, ist es nicht verkehrt, ne? Wenigstens bei den Grünen vielleicht anfangen, wo es also ein wenig um Vegetarismus wenigstens geht, damit die Leute Gefallen finden an tugendhaftem Leben und nicht, weil jetzt ist die Vorherrschaft von Leidenschaft und Unwissenheit sehr deutlich in der Gesellschaft, ne? Von der Tugend ist nicht viel da, obwohl wir haben technischer Progress, allgemeiner Wohlstand sozusagen, aber über das Selbst wird vergessen. Wenn man keine Selbstverwirklichung anstrebt, dann fällt man noch niedriger und runter, weil das sind alles Yantas, das sind leblose, also Materie ist das, die Maschinen, die alles für uns machen. Natürlich steht dahinter jemand, aber damit sie uns nicht alle zu Roboter machen. Es gibt sogar einen Horrorfilm, glaube ich, so, dass alles wurde robotisiert und die Roboter bedienten alles und die Menschen hatten sogar dann Angst gehabt von den Robotern, weil die Roboter eroberten die ganze Herrschaft im Land und die Menschen wurden dann verfolgt. Das könnte auch ruhig passieren, sowas Ähnliches. Weil in der Ishopanishad, wenn man das versteht, dass wir unsere Mütter und Väter nicht töten sollen, das heißt, die Mutter Kuh, die uns Nahrung gibt, und das Stier, der das Land also bearbeitet, damit wir Ernte bekommen, damit wir Getreide essen können. Der Stier ist der Vater der Menschheit, die Kuh ist die Mutter der Menschheit. Aber wenn die Leute sie ausbeuten und töten und sobald verschwinden sogar im Kali Yuga, später natürlich nicht im goldenen Zeitalter, Kühe verschwinden, Bienen, vieles wird nicht mehr da sein, Honig wird mehr kein Honig mehr da sein. Und das führt nur dazu, dass die Menschen degradieren. Dann wird unser Vater Traktor sein. Traktor, unser Vater. Ein mechanisches, also mechanische Einrichtung wird unsere Mutter und Vater dann ersetzen. Wer wird die Mutter ersetzen? Keine Ahnung. Ja? Aber die Menschen sollen verstehen, dass alles Gott gehört und man solle nicht gierig sein und an sich alles reißen. Das baut alles auf Gier auf, ne? Wird alles auf Gier aufgebaut. Nimm ihm gerade so viel, was du zur Verfügung gestellt hast. Wie war das Mantra nochmal? Shavasyam idam sarvam yatkincha jagatya jagat tena tyaktena bundita magrikha kasyachit khana. Ja. Also, der Herr beherrscht und besitzt alles Beseelte und Unbeseelte im Universum. Und deswegen sollte der Mensch gerade so viel annehmen, was ihm
zur Verfügung, als Anteil zur Verfügung steht. Ne? Und er soll nicht Dinge nehmen, die ihm nicht gehören, weil er weiß, dass das alles Gott gehört. Srila Prabhupada führt ein Beispiel vor. Wenn man auf der Straße einen Sack mit Getreide, also einfach stehen sieht, ne, dann kommen die Vögel, picken ein wenig, so viel sie brauchen und fliegen weg. Aber wenn ein Mensch kommt, dann nimmt er den ganzen Sack mit. Er lässt ihn nicht einfach so stehen, weil der Mensch gieriger ist. Er muss Vorräte machen und was weiß ich. Aber wenn die Menschen wissen, dass der Herr alles, der Eigentümer von allem ist und die Dankbarkeit ausspricht, man macht jetzt, warum ist Sankirtana Yaga gerade der also Yuga-Dharma-Vorgang in diesem Zeitalter? Weil wir können nicht mehr wie früher wirklich richtige Yagas machen, weil das ist sehr kostspielig und wir haben nicht die geeignete, qualifizierte Brahmanas dafür. Deswegen, die einzige Yaga, die wir machen können, ist Sankirtana. Und wenn wir Sankirtana Yaga machen, dann profitieren auch die Materialisten davon. Die Habgötter werden zufriedengestellt und es herrschen diese paradiesischen Verhältnisse. Dann ist der Herr zufrieden und die Halbgötter sind zufriedengestellt und dann regnet es und es gibt Ernte und jeder erfüllt dann seine Pflichten eigentlich von den Halbgöttern. Weil sonst, wenn man sie nicht zufriedenstellt, werden die Halbgötter ihre Pflichten auch nicht erfüllen. Wie Indra war damals böse auf Krishna, weil er den Berg Govardhan verehren ließ anstatt ihn und hat dann eine riesige Samvartaka-Wolke auf Vrindavan geschickt und Krishna musste sie beschützen, alle hat versprochen, ich werde alle beschützen, verspricht er in Bhagavad Gita und das macht er immer. Aber damit wir jetzt auch nicht nur den höchsten Herrn, der höchsten Herr wird sowieso zufriedengestellt, wenn wir den heiligen Namen chanten. Auch die anderen zufriedenstellen können. Das ganze Universum können wir durch Sankirtana zufriedenstellen. Und dann kommt wirklich das goldene Zeitalter. Wir sind am Anfang, 10.000 Jahre, 900, 500 Jahre noch stehen uns bevor. Und deswegen sollen wir etwas dafür tun. Wir sollen ernsthaft sein. Obwohl wir nicht qualifiziert sind, wir sollen machen das, was wir können. Und dadurch, langsam, werden auch alle anderen angesteckt und Sankirtana wird überall so ihren wunderbares Werk vollbringen. Alle werden so langsam den heiligen Namen chanten, in jedem Dorf, in jeder Städte. Und Menschen werden glücklich sein. Eigentlich geht es um Glück in erster Stelle. Jeder möchte glücklich werden, oder nicht? Warum sind wir hier? Wir möchten alle glücklich sein. Aber wir sind von der materiellen Welt enttäuscht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht jemand möchte einfach Wissen haben und auf einmal stoßt er auf Wissen. Wissen macht auch glücklich. Ne? Und das höchste Glück ist da drin, dass man den höchsten Herrn verehrt. Weil wenn man in Kontakt mit der Quelle des Glücks kommt, dann wird man auch automatisch glücklich. Das kleine Glück, was wir hier empfinden in der materiellen Welt, ist damit nicht zu vergleichen mit diesem Nektar, das die reinen Gottgeweihten kosten, wenn sie ständig im Liebeaustausch mit dem höchsten Herrn sind. Einer von unseren spirituellen Meisters hat erzählt, dass wenn man ständig 24 Stunden am Tag chantet, dann öffnet sich dieses Portal. Dann kommst du unter die Lotusfüße des Herrn direkt. Ne? Und wirst ständig unter den Lotusfüßen Glück empfinden. Wirst du wirklich. Muss nur dabei sein. 24 Stunden am Tag, den heiligen Namen chanten. Sogar wenn du mit jemandem redest, kannst du im Geiste chanten. Das ist natürlich ein hohes Niveau. Aber vielleicht kann von euch jemand das erreichen. Wer weiß. Wenn man den Wunsch hat. So, hier möchte ich beenden, weil das geht dann weiter sehr interessant, aber das ist so ein Höhepunkt, den wir erreicht haben, wo Chaitanya Mahaprabhu mit Chand Kasi jetzt sprechen wird. Nächsten Sonntag machen wir weiter. Ich weiß nicht, wer das macht, aber habt ihr Fragen oder Kommentare, Berichtigungen oder so? Ich finde eines, also
nur wegen der Partei, also nicht parteiisch sein und so. Ja. Aber man kann ja auch in Transcendental Life, ich glaube im ersten Teil oder so, oder zwar davon auch berichtet, dass Prabhupada ja auch eine Partei, also es auch versucht hat zu seiner Zeit eine Partei zu machen, aber es dann aufgegeben hat, aber er hat es auch versucht. Ja, das ist so, dass einmal hat am Anfang hat Srila Prabhupada gesagt zu seinem spirituellen Meister Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, wir sollen erstmal Indien befreien von den Engländern und so und dann den, also den heiligen Namen und also die Lehre von Sri Chaitanya weiter verbreiten. Aber Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur meinte, das ist alles zeitweilig. Ne? Die Politik ist zeitweilig, ist alles zeitweilig, aber dieses Wissen, diese Wissenschaft ist ewig und wir sollen uns dieser Wissenschaft widmen. Wir können natürlich versuchen, einfach politische Leute an uns, also zu uns werben irgendwie und selber vielleicht einige, aber Krishna-Bewusstsein praktizieren trotzdem. Ich meine jetzt nicht, dass wir uns völlig irgendeiner Partei anschließen und dessen also Losungen und Ideen propagieren. Nein, wir machen unsere Sachen, also predigen weiter. Aber damit wir ein wenig die Regierung beeinflussen können, damit sie uns besser gestimmt ist. Ich weiß, dass einige Devotees in Kaukasus, glaube ich, die haben immer zur Polizei Prasadam gebracht, Zwitz. Weil die Polizei hat dann damals verboten, also Bücher zu verteilen. Und das hat so ein paar Jahre gedauert und dann haben sie erst erlaubt, Bücher zu verteilen. So langsam, langsam durch Prasadam verteilen. Sie haben immer Prasadam in alle Polizeistationen also verteilt. Ne? Ein paar Jahre lang. Und so vielleicht wir auch. Ne? Wir gehen zum Bundestag und verteilen da Prasadam. Oder singen vor dem Bundestag. Wir machen keine also Demonstration mit Gewalt oder so. Also, wie hier Sri Chaitanya Mahaprabhu empfohlen hat, ohne also Gewalt, gewaltlose Sankirtana, Harinama, also vor der Regierungs, also Gebäuden irgendwo, wo sie sitzen und im Bundestag irgendwelche Gesetze verabschieden. Da können wir doch auch ein bisschen singen, in Bonn zum Beispiel oder in Berlin. Damit sie auch den heiligen Namen hören. Weil kaum von denen läuft durch also die hohe Straße in der Innenstadt. Sie kaufen woanders ein, nicht da, dort. Da kaufen andere Leute ein. Damit sie auch den heiligen Namen hören. Haben nicht die Buddhisten in Berlin das schon gemacht? Haben die, das weiß ich nicht. Ich habe gehört vor kurzem, ist der Name. Sadhguru, er hat an, ich weiß nicht genau, an wen er war, an irgendeinen hohen Politiker auch eine Bhagavad Gita verteilt. Also so an schon eine hohe Person hat das so gemacht. So. Ah ja, jetzt kann ich mich erinnern. Ich habe auch einmal in der Apostelstation, wie heißt er nochmal, bei Neumarkt, einen getroffen. Ich wollte ihm Bhagavad Gita verteilen und er meinte, oh, ich habe jetzt kein Kleingeld bei mir. Ich bin ein Beamter, hat er irgendwas gesagt, und jetzt bin ich im Urlaub. Ja, jetzt haben Sie doch Zeit zum Lesen. Nehmen Sie das Buch. Und er hat genommen, komischerweise hat er genommen. Ich habe gesagt, vielleicht wird das irgendwie. Also, so wie ich das verstehe, wie ich es mir hier auf Deutschland gesehen, ich kann es nicht für die ganze Welt sprechen, ne? Aber sind die meisten Politiker, erstmal sind sie nicht unabhängig. Sind auch keine Schattendienste, sondern sind auch Chulas oder. Ja, klar, das wurde ja gerade gesagt. Die Pflicht von Iskan ist eine brahminische Leistung von Menschen hervorzubringen, zur Führung von Menschen. Normalerweise im Vedischen ist ja schon so, dass die Kshatriyas bestehen ja unter den Brahminas. Ja, ja, sehr. Die Kshatriyas sind dafür da, die brahminische Kultur zu erhalten. Und die brahminische Leistung ist dafür da, die Kshatriyas anzunehmen. Ja, genau darum geht es ja, dass wir zu Brahmanas werden. Und diese Kshatriya angeblich, die Kshatriya gar nicht sind, die in der Regierung sitzen, ein wenig dann beeinflussen, damit sie auf uns hören, damit sie zum Beispiel verbieten, diese Alkohol und diese Konsumgüter, die den Menschen schaden, den Verstand vernebeln und Drogen, was weiß ich. Das wird ja alles jetzt von der Regierung sogar unterstützt. Ne?
Es wird überall. Deswegen leben die auch nicht lange, weil jeder von den führenden Politikern natürlich ein Sechstel von jedem Bürger an Reaktion, Sündhafte und Frauen Reaktion, das wissen die vielleicht. Ja, ja, das wissen sie nicht, wenn man ihnen Wissen gibt. Siehst du? Wissen, sie haben kein Wissen, sie sind total im Tama, sie haben kein Wissen. Wenn sie das, diese Gesetze verabschieden, dass Alkohol und Drogen verkauft werden dürfen, dann nehmen sie die Sünden auf sich. Und sie müssen dafür Verantwortung tragen. Ja klar, ja. Mafia, Pharmakonzerne und geheime Regierung, das alles findet statt. Aber wir können mit dem Heiligen Namen etwas doch noch machen, oder? Doch. Wir sehen auch, dass Schiff Paul hat sich nicht gekümmert, ob er jetzt zu den wohlstehenden Leuten predigt oder nicht. Genauso wie Jesus nicht. Die Predigen zu jedem. Zu jedem, klar. Zu jedem, zu jedem. Aber die dürfen wir nicht, wir müssen barmherzig sein. Ne? Und denen auch ein bisschen Heiligen Namen geben, ein bisschen Passat. Weil vielleicht, es gibt unter diesen Leuten auch gute Menschen, die also wirklich möchten etwas machen, sie möchten den Leuten irgendwas Gutes tun, aber wenn sie in diese politische Intrigen kommen, ne, dann ist es sehr schwierig, wirklich da irgendwie so richtig zu handeln, weil die werden erpresst, bestochen, was weiß ich, die kriegen große Gehälter, alleine an Spesen kriegen sie 6.100, glaube ich, so. Spesen und okay. Und die möchten natürlich ihre Position nicht verlieren. Und wenn man ihnen sagt, mach das, sonst ist deine Position unsicher, dann machen sie wirklich das, was von ihnen verlangt wird. Im Grunde ist sie aber Speicher für die Könige. Oder für die Wissenschaft, die das gemacht hat, dass wir die Menschheit so bleiben können, richtig zu leben. Das ist die richtige Ordnung, die schöpferische Ordnung. Alles, was dagegen ist, schafft die Störung, Krankheit, also eigentlich sollte man an die Politiker, die Barmherzigkeit halten, wenn ich mich da verstehe. Okay, einverstanden. Okay, Sri Chaitanya, Charitamrita, Charanamrita, Charitamrita, Charitamrita, Kijayanam. Schnappstempel, ich bin mit dem Kursen zusammen, mit dem zusammen, mit dem Vater zusammen, mit dem Vater zusammen, mit thank you.